Ah, ist aber scheiße alles hier. Komm, mach weg den Rotz, dann mach ich da lieber zwei Öfen hin oder noch eine Werkbank oder... Nee, pass auf, dann mach ich mal... Toll, jetzt habe ich die ganzen Scheiße, die ich brauche, habe ich weggelegt. Was passiert, wenn ich dann Pisten hinlege? So. So, ne? Ja. Kleine so Arbeits- geht's. Oder kleine Arbeitsbank oder vielleicht. Mann. Mann. Ist beeindruckend. Ja. Lalala, 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 lalala. Nicht, dass sie die Playlist auswendig kennen würde. Nee, gar nicht, gar nicht. So, nee. Irgendwie zu viel, oder? Ich weiß ja, nicht. Ja, höre ich öfter. Ich bin immer so überbemüht. Ich mein, boah, was du da denkst. Ich bin ja noch ein redlicher Bürger. Lars Dietrich. Kennst du noch Burger Lars Dietrich? Ja, natürlich. Sexy Eis und so. Ach ja, das war auch mit Stefan Raab, ne? Ja. Sexy Eis mit Sahne. Genau. Sexy Eis, Banane. Das war so schäbig, das Lied. So, ne? Oder? 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 Ja, so oder? Ist in Ordnung. Ja, schön. Ne? Oder? Ja, oder? Ja, ja, hm, ja. Ne? So, hast super. Schön gemacht. Das kenne ich irgendwoher. Hast du einen Hund? Ja. Ich mache jetzt keinen Schwanzwedelwitz. Ne. Ne, lass mal. Brauchst aber auch nicht mit dem Schwanzwedeln, ne? Nee, dann gibt's ja hier ein Erdbeben. Das will ich ja nicht. Mm. So, dann mache ich ja jetzt bastel ich ja doch in diesem Scheißhaus weiter. So, meine Liebe. Ja. Was machen wir denn Schönes jetzt? Achso, hier waren wir ja richtig. Zugestiegen dabei sein, hier bei uns auf dem mittelalterlichen Rummelplatz. Wir haben wieder viele, viele Attraktionen. Zugestiegen dabei sein, wer will nochmal, wer hat noch nicht. Ja, auch sie, kaufen sie. Kennst du Losverkäufer? Ja. Ich hasse Losverkäufer. Losverkäufer sind, glaube ich, auf einem Level mit Pantomimen. Oder? Pantomimen mag ich auch nicht. Diese oder die in der Stadt stehen. Ja. Einfach so rumstehen und nichts machen. Statuenmenschen, ne? Statuenmenschen, genau. Boah, die sind auch eine Katastrophe einfach. Weißt du, die stehen einfach so rum, sind irgendwie angemalt, entweder ganz weiß, aus Gold, keine Ahnung. Genau, oder, genau. Ja. Wobei ich muss zugeben, ich finde es faszinierend, wie man das so lange aushalten kann. Aber das Bruttosozialprodukt bringt es auch nicht nach vorne, den ganzen Tag nichts tun. Nicht unbedingt, nein. Und was machst du so hauptberuflich? Ja, ich bin Statue. Ist ja auch irgendwie merkwürdig. Kann man eine Ausbildung machen? Zum Arbeitsamt? Ich möchte gerne in der Fußgängerzone stehen. Kann ja sein. Ich mache jetzt eine Umschulung zur Statue. Ja, die Welt ist ja vielfältig und bunt geworden. Da kommen so Leute wie wir gar nicht mehr hinterher. Nee. Du bist ja jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ne? Das stimmt allerdings, ja. Das ist das Schönste, was man einer Frau sagen kann, einfach. Ach, nee, du weißt doch, dass ich aussehe wie 14. Ich werde doch jedes Mal, wenn ich... Ja? Palmal kaufe. Ah ja, stimmt, du rauchst ja nur Palmal. Das stimmt überhaupt nicht. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der nur Palmal raucht. Und dann hängt sie immer rum, oh, jetzt eine Palmal. Genau. Ja. Nee, Quatsch, ich rauch kein Palmal. Pulmol. Genau. Das die gibt's auch, ne? Pulmol waren früher richtig angesagt. Aber richtig. Aber richtig und dann waren die aber irgendwie weg. So, mir nichts, dir nichts, waren die weg. Jetzt gibt's kein Pulmol mehr. Boah, habe ich mir früher auch geholt, in dieser komischen Dose immer. Ja. Und was macht man jetzt? Fisherman's eher so, ne? Ja, oder Kaugummis. So. Ja, du bist ja mehr so Kaugummi-Mensch, ne? Genau, du bist mehr so der Fisherman's. Ich bin mehr so der Fisherman's-Mensch. Fisherman's-Mensch? Minz. Fisherman's-Minz-Mensch. Das musst du da jetzt dreimal, sag das mal ganz schnell dreimal hintereinander.
Wie Fischermens... Fischermens Minzmensch. Fischermens Minz... kann ich schon nicht. Kann ich mal einmal. Geil, geil. Cool. Ich kann aber grundsätzlich so Zungenbrecher nicht so. Nee? Bist du nicht so geübt mit der Welt des Zungenbrechens? Ja. Und Wetter ist schön, ne? Wetter ist schön. Ja. Ja. Hast du ja schönes Wetter auch mitgebracht. Ja. Finde ich akkurat von dir. Das mach, was ich mache, ist falsch. Gronkh, was du machst, ist falsch. Dein Weg ist nicht der richtige. Aber das hier ist ganz cool mit dem Dach, was so ein bisschen nach oben geht. Ja. Dann ist eigentlich sehr adrett, möchte man sagen. Sehr adrett. Aber die Frage ist, wie komme ich dann da jetzt runter? Oh, ich mag das Lied. Ja, voll schön. Aber das hilft mir gerade nicht. Und du übrigens auch nicht. Nee. Nee. Ich bin auch nur hier, um... gut auszusehen. Ja, genau. Okay. Nee, um was? Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, um gut auszusehen. Du hast schon recht. Ach so. Das ist dein Job. Ja, deshalb bin ich hier. Was passiert denn, wenn ich jetzt faul bin und einfach den hier mache? Geht auf jeden Fall klar. Ja. Merkt man mir meine Verzweiflung eigentlich an? Nee, ne? Gar nicht, gar nicht. Ich finde, ich mache das schon sehr souverän hier. Scheiße, ey. Hm? Boah, ich muss hier eigentlich auch so eine Dinger reinmachen. Das Problem ist nur, dass ich die dann hierhin, dahin, nee. Hier bin ich auch zu weit eigentlich. So, theoretisch, wenn mich nicht alles täuscht, und das tut es meistens. Nö. Na, nö, nö. Nö, nö. Boah, du musst gerade mal was Lustiges erzählen. Warum? Willst du lachen? Nee, weil ich hier gerade nicht klarkomme. Oh, ich habe so einen Durst und Hunger gerade. Und wir müssen, oh, wir müssen auch noch ganz dringend mal was bestellen beim Bringdienst. Es sei denn, du willst dich natürlich heute auch an den Herd stellen. Das mache ich ja normalerweise. Ja, ja. Normalerweise koche ich ja immer für Gronkh. Also nicht immer. Vor Wut höchstens. Vor Wut, ja. Ja. Aber heute werde ich nicht kochen. Ausnahmsweise rufen wir mal den Bringdienst an. Was? Und was gibt es heute? Ein Beutel Reis! Gegen die Wand geschlagen. Ja, ja, so ist das. Ja. Echt, nee, nee, wir werden du kochst das immer für mich? Ich koche doch immer für dich. Oh, wirklich? Ja. Cool, darf ich dich darauf mal... Bitte? Moment. Nee, ich kann das Wort gerade nicht sagen. Welches Wort? Kann ich dich darauf mal... Ich weiß, was er sagen will. Ja, natürlich, aber das kann ich ja so nicht sagen. Das kann ich ja also jetzt nicht bringen. Das kannst du bringen. Nee, das kommt doch dann wieder so falsch. Nee, ich weiß ja, worum es geht. Ja, kennst du dich da aus? Bist ein Profi in dem Gebiet? In welchem jetzt? Wovon reden wir? Ja, du weißt doch, worum es geht. Warum, wieso muss ich dir erklären, war? Ich bin Profi, was das Kochen angeht. Ach, auf jeden Fall. Ach so, okay, das sieht schon mal scheiße aus gerade. Ich muss hier... Echt, du kannst kochen? Ja. Das ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich, ne? Bei Frauen, das ist ja wegen der Emanzipation, ist es ja so... Kochen sehe ich nicht ein! Nee, ich kann wohl kochen. Wenn ich Lust dazu habe. Weil Emanzipation heißt nämlich nicht, dass... das heißt nämlich nicht, dass beide kochen, sondern das heißt, dass nur noch Männer kochen ab sofort. Und auch natürlich putzen und... Und sowieso alles machen. Schwitzen und lustige Mützen besitzen. Weiß ich nicht, fiel mir gerade so ein. Bist du eigentlich eine Emanze? Howdy, bei uns in Texas fragen wir uns immer, bist du... Nee, ich mache jetzt mal den Texas-Track, der passt gerade nicht, auch wenn ich immer dazu den... Schnauze, Mario. Das passt doch zu dir. Das passt. Dr. Chivago ist deins. Auf jeden Fall. Ich möchte aber anmerken, dass wir wirklich was bestellen müssen. Und eine Pause machen müssen. Gut, dann machen wir gleich eine Aufnahmepause hier bei uns im gediegenen Salon. Im braunen Salon. Was denn? Das ist ein edler Club. Was denkst du?
Entschuldigung. Alter, ich muss die Aufnahme gleich unterbrechen. Das ist doch nicht normal. Also im Salon. Im Salon? Im bunt gescheckten Salon. Das ist ja unfassbar. Ich kann ja echt. Weißt du. Was denn? Die Schuld auf mich schieben. Wieso? Genau das meintest du. Was das meinte ich? Du bist mir so ein Tu nicht gut. Ja, ja. Das habe ich auch noch nie erlebt, so Früchtchen. So. Hast du eine ganz schön kesse Lippe hier, wa? Ja. Püppchen. Ach, schön. So, jetzt haben wir. Hier müsste ich die eigentlich wieder so aus Stein machen, ne? So wie da. Eigentlich ja. So, jetzt mache ich auf der anderen Seite erstmal noch dich. Dann können wir was bestellen, meine Liebe. Dann können wir was bestellen. Dann können wir was tun. So, 2, 1, 2. Dann kommt hier nämlich der Dicke hin. Der Dicke kommt dahin. Der Dicke kommt dahin. Tja. Sitzt wieder 1. Auf jeden Fall. Eine sehr krumme 1, zugegeben, aber die 1 sieht man schon. Was das denn hier für ein Scheiß einfach? Wer macht denn diese Scheiße, ey? Ich kann so nicht arbeiten. Aber guck mal, hier sind doch 1, 2. Ah, Treppe! 1, 2, Dicker. 1, 2, Dicker. So, 1, 2, Dicker. Dann machen wir den Dicken mal dahin. 1, 2, Dicker. Und dann mache ich manchmal hier. So. Ha. Mensch. Passt. Du findest Gofi erotisch, ne? Erotisch nicht unbedingt. Aber? Amüsant. Amüsant. Das ist wie mit dir. Dich finde ich ja auch amüsant. Ja, aber nicht erotisch. Aber amüsant ist ja eigentlich auch so. Das ist ja wie nett finden, ne? Ja. Ist so auch der kleine Bruder von Scheiße. Genau. Gut. Du bist amüsant. Hey, Baby, wie mache ich mich? Ja, du bist amüsant. Ja, hast du eigentlich schon... Hast du schon verloren. Kannst du knicken, die Alte. Ja. Und zwar in der Mitte durch. So. Was guckst du mich jetzt so an? Ja, ich überlege gerade. Ach so. Das hier ist nicht so schön. Hast du nicht so gut gemacht. Ich finde das gar nicht so schlecht. Muss ich mal sagen. Ja, gut, da oben haben wir jetzt ein Sportdach. Das geht natürlich. Oh. 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 Und wo sind wir hier? Hm? Ja, da war irgendwas. Ja, kommt mir bekannt vor. Was wird das hier wohl eines Tages? Ach, da bist du doch unter... Nee, ich weiß gerade nicht, wo du bist. Das wird doch später die Piratenhöhle. Ach so, ja. Die Piratenhöhle, Mensch. Du kickst doch den ganzen Scheiß. Sheet. Huch. Ist cool, mit den Lianen kann man echt so ein bisschen Spider-Man machen. Da würde ich am liebsten so ein Klettergerüst machen, wo man oben durch die Luft quasi so ein paar Erdblöcke zieht, immer so in einer Abstand. Mhm. Und dann immer Lianen runter und dann müsste man theoretisch da immer nach oben kraxeln können, so quer durch die Pampa. Wäre bestimmt mal lustig. Ich sehe schon, wie du dich freust, wie du begeistert bist. Ich bin begeistert. Eine ganz tolle Idee. Ich glaube, du hast einfach Hunger und wirst langsam ein bisschen bitchy. Ja. Darf man das sagen? Ja, ne? Ja. Okay. Hast du schon Schlimmeres gehört, oder? Von dir, ja. Wie, von mir? Oh, ich habe schon so böse Sachen von dir gehört. Von mir? Ja. Voll. Was? Ja, kannst dich nicht mehr dran erinnern, ne? Nee. Mhm. Da war ich bestimmt begeistert. Begeistert, ja.